herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch mal wieder was aus der wunderbaren Welt der Happy Mails mitgebracht. Und zwar stehen bei mir gerade zwei Happy Mails an. Die wollte ich euch jetzt einmal zeigen. Derweil schnarcht meine Katze und es jodeln die Vögel draußen. Ich hoffe, ihr habt davon auch ein bisschen was in dem Video. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, die Gelegenheit ist günstig. Ich freue mich sehr über neue Abonnenten und auch noch mehr über Kommentare. Und ich kriege auch immer schon ganz fleißig Nachfragen, Kommentare und so. Mega. Ich freue mich wirklich riesig. So, und nun freut sich hoffentlich jemand, der diese Happy Mail von mir bekommt. Und zwar haben wir hier einmal aus dem Stamperia New England Papier. Habe ich diese ovalen Teile ausgeschnitten. Davon gibt es 4 Stück. Das ist eine Happy Mail zum Thema Sticker. Jo. Ich habe daraus so ein kleines Stickerbüchlein gemacht. Habe diese Ovalen ausgeschnitten. Mir jeweils dafür eine Rückseite gesucht. So, du kannst mal kurz zur Seite gehen. Mir jeweils, das sind diese, warte mal, ich drehe das mal so. Das sind diese 4 ovalen Teile. Rückseite gesucht habe ich mir deswegen. Ich habe ein anderes Papier aus dem Block genommen und habe dann hier so mal die Ovalen nochmal nachgebaut und geschlitzt, sodass ich hier die ganzen Sticker reinsetzen kann. So. Und da ich mittlerweile eine riesige Stickersammlung habe, ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, was ich woher habe, aber die Auswahl ist groß und da kann man auch einfach auch anderen Leuten eine Freude machen in Happy Mails. Das habe ich mir dabei so gedacht. So, machen wir die hier mal wieder schick zu. Die darf nämlich heute gleich auf Reisen gehen. Und ja, hoffentlich mache ich damit jemandem eine Freude. Jetzt kommt die zweite Happy Mail, die heute auch noch auf Reisen geht. Die zeige ich euch jetzt einmal ungefüllt. Dann machen wir einen kurzen Break und dann werde ich sie füllen. Die habe ich gemacht aus dem Stamperia Coffee and Chocolate Papier. Und natürlich hier ein bisschen Spitze, wie man sieht, Spitzenband. Sie hat erstmal, also das Thema ist Vintage. Ich habe zum Thema Vintage natürlich den Inhalt noch zusammengestellt. Und überall, ich gucke gerade mal, was ich dafür benutzen kann. Ein Kärtchen. Zu zeigen, wo überhaupt Taschen sind. Überall einfach Taschen eingebaut, damit ich die ganzen Happy Mail Vintage Teile überhaupt verstauen kann. So sieht sie halt von außen aus. Außen hat sie 4 Taschen. Und jetzt kommen wir zum Innenleben. Das Innenleben hat einmal hier oben, man sieht es, 2 kleine Taschen, zum Beispiel für Sticker, weil auch in diese Happy Mail können ja Sticker rein, theoretisch. Hier ist nochmal eine kleine Tasche, auch möglich für Sticker oder ähnliches. Dann haben wir hier unten eine große Tasche. Und, na, komm schon, umgeschlagen. Und hier auch noch eine große Tasche. Und hier ein Bellyband. So, wir haben ja schon gesehen, das hier klappt aus. Hier, wo, ach guck, da habe ich sogar die Füllung sogar noch drin gelassen gerade. Hier ein, das kommt gleich nochmal wieder rein, ein Täschchen. Und hier nochmal ein Bellyband. An diesen, sag mal, Bellybändern quer kann man wunderbar hier ist auch schon die Paperclips dran setzen. Hier ist noch eine Minitasche und hier ist noch eine große. So, und jetzt spielen wir hier mal Zauberkadauber. Und wenn ich schnipse, dann werde ich euch die Happy Mail in gefüllter Form zeigen können. Tada! Eine gefüllte Happy Mail. So, ich werde jetzt ja nicht jedes einzelne Teilchen rausnehmen. Ich wollte euch mal zeigen, wie man so eine Happy Mail dann zum Beispiel füllen kann. Zum Thema Vintage habe ich hier so ein paar Papiere reingepackt. So kleine Untersetzerchen. Aber ich glaube, ich mache noch so ein Paper Dolly mit dazu. Den habe ich jetzt vergessen. Ja, das kommt noch. Ein paar Journaling Cards und gefärbte Spielkarten. Hier ein paar Original Musikseiten. Noch ein bisschen Vintage-Papier und kleine Papierchen. So, hier innen, was habe ich hier gefunden? Ich habe hier, muss ich das andersrum packen.
Ich habe hier Bilderrahmen, kleine süße. Die sind super cool für jede Art von, so kleinen Einrahmungen auf Kärtchen und so. Ja, und hier so halt selbstgemachte Journaling-Cards. Sowas kann man da wunderbar parken. So. Habe ich auch vorhin schon angekündigt. Hier kommen Sticker rein. Hier haben wir so kleine Teilchen drin. So einen kleinen süßen Umschlag. So einen Mini-Umschlag. Und weiter geht's mit ganz viel altem Papier. Hier oben versteckt sich noch ein kleiner Schmetterlings-Paperclip. Auf der ganz rechten Seite haben wir hier oben in dem Bellyband noch zwei kleine Paperclips. Hier noch so ein paar Kärtchen von dem schönen Stemperia Coffee and Chocolate Paper. Hier im Übrigen auch. Aber ich finde, so Kleinigkeiten, die irgendwo reingesteckt werden können, die sind total schön. So, hier haben wir noch einen kleinen Paperclip. Schwubbeldiwupp. Ein paar original alte Fotos. Ein paar original Liebesmarken oder Glanzbildchen. Hier noch so einen kleinen Musiksticker. Ich bin mal sehr gespannt, ob die Happy Mail Beschenkte damit was anfangen kann. Auf jeden Fall versucht, ein bisschen vielseitige Sachen reinzupacken. Und ja, ich finde einfach diese Klappverpackung hier, diesen Folio, finde ich einfach schön. Hat total Spaß gemacht, den zu basteln. Und wer meine anderen Videos aufmerksam geschaut hat, ihr wisst ja, ich habe noch nicht was Größeres gemacht mit dem Coffee and Chocolate Paper von Stemperia. Und da hatte ich natürlich noch einiges an hübschen Resten, großen Resten. Wie ihr hier seht, werden die zu einer schönen Happy Mail. So, jetzt sitzt hier gerade meine kleine weiße Katze neben mir. Die möchte bestimmt mal Hallo sagen. Komm her, Pony. Quietsch. Ja, ich wette, das Quietschen hat man auch auf der Kamera gehört, ne? Auf der Kamera, in der Kamera. So, jetzt habt ihr ein bisschen Katzenfell und ein bisschen Schnurren. Aber auf die Happy Mail wollen wir uns jetzt hier mal nicht drauflegen, junge Dame. Und ja, die darfst du gerne mal anstupsen und signieren, genau. Also, das ist jetzt eine Happy Mail, die von Bonnie kommt. Mit diesen Worten entlasse ich euch jetzt hier aus diesem Video. Ich freue mich sehr, dass ihr zugeschaut habt. Bonnie, was sagst du dazu? Ja, Schnurr, Schnurr. Da mautst du gerade der Nächste im Flur. Kriege ich jetzt den Katzenbesuch. So, ich freue mich darüber, dass ihr da wart. Ich sag mal, bis demnächst in diesem Kino. Mit Katze oder ohne Katze wird sich zeigen. Tschüss!